Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX. Wünscht ihr was mit von Nöher Gameplays als Hobby? Und zwar, heute ist das letzte Wünscht ihr was Video der Kampf. Wie gesagt, die letzten drei Kämpfe mit Turtok, was sich der liebe Abonnent Xaroth gewünscht hat, dass ich mit ihm kämpfe. Leider ist es mit Turtok bis jetzt in den letzten zwei Kampfvideos nicht so gut gegangen. Aber vielleicht gewinnen wir jetzt ein bisschen mit ihm. Je nachdem, was wahrscheinlich für Gegner kommen. Neue Herausforderer. Mehrere? Eigentlich nur einer. Der Leonardo aus Italien mit 45 Siegen und Schatten-Mewtwo. Okay, mit Schatten-Mewtwo hatten wir keine gute Erkenntnis gehabt. Schauen wir mal, ob wir diesmal besser sind. Oder eher schlechter. Eins von beiden. Los geht's, Turtok. Ja, war ja klar. Naja, je früher er das einsetzt, desto besser. Da hat man nämlich immer noch eine Chance, weiter zu gewinnen. Naja, immerhin, meine Verteidigung ist gewachsen, das finde ich gut. Das war ja mein Sinn und Zweck. Wie gesagt, je früher, desto besser. Dann kann ich immer noch was reißen dabei. Beziehungsweise ich kann mich ja sowieso noch mal etwas heilen durch meinen Limit, den ich noch habe. Okay, wird Zeit für ein Limit. Hey, Xaros, ein Kampf gewonnen. Sehr schön. Und es regnet. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, wenn er in die Luft schießt, dann regnet es nochmal so runter. Aber die Bewertungen sind auch gar nicht mal so schlecht. Plus 50 Punkte. Sehr schön. Fähigkeiten Stufe 23. Und dann würde ich einfach mal sagen, der nächste Kampf. Wir haben einen Gegner gefunden. Wen haben wir da? Schon wieder ein Schatten-Mewtwo, aber diesmal der Anlau aus Portugal mit 521 Siegen. Na, wunderbar. Na, ob wir da eine Chance haben? Wir wurden vorhin schon jemanden aus der Kumpel B5 mit einem Schatten-Mewtwo dermaßen demoliert. Mal gucken, was der mit uns anstellt. Der spielt dann bestimmt Schildkrötenpanzer-Fußball mit uns. Hm?
Einer der Gang greift. Oder auch nicht. Schon mal einen Wasserfall gesehen, Junge. Okay, sehr schön. Wobei im Portugal gibt es bestimmt auch Wasserfälle. Hat er bestimmt schon eingesehen. Sehr schön, 1-0. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn wir den jetzt schaffen, ey. Dann bin ich begeistert. Okay, vielleicht hatten wir auch nur Glück in der ersten Runde. Schade. 1-1. Komm schon, Turtok. Einmal noch. Gegen jemanden gewinnen über 500 Siege. Das wär's doch. No, er lässt sich Zeit. Er muss durchatmen. Nein! Nächster! Ja! Ja! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Xaros, hast du das gesehen? Ich hoffe ja. Aber mit Sicherheit. Jawoll! Zweiter Sieg in Folge! Wer sagt's denn? Ach nee! Aufstiegsrunde naht in Gruppe C5. Ja, mal schauen, ob wir den nächsten Sieg auch noch erringen können mit Turtok. Ob wir überhaupt so weit kommen, dass wir Aufstiegsrunde haben können. Okay, sehen wir mal weiter. Dritter und letzter Kampf mit Turtok. Pikachu, 471 Siege. Na super. Marott. Den kennen wir sogar. Den habe ich irgendwann früher mal schon mal als Gegner gehabt, glaube ich. Gruppe C4. Explosiv. Geht es euch eigentlich auf die Nerven, wenn ich selber immer über meine Witze lache? Und schon wieder. Super. Was? Nein! Du machst mich nicht platt!
Jawoll! 1-0! Cool, wer sagt's denn? Noch einmal, Tutor, komm schon. Dann auch 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Das wär's geil. Das wär's geil. Das wäre geil. So. Du meine Güte. Also leicht aufgeregt bin ich ja. Ja, ich will ständig Dings machen, was ich immer mit einem Knackkrack mache. Totok ist einfach zu langsam, der kommt nicht zu seiner Attacke. Nee, er fängt an sich zu drehen und also, bis er endlich mal zuhaut, ist das Pikachu auf jeden Fall schneller. 1-1, okay. Komm schon, Aufstiegsrunde naht. Hör endlich mal auf mit den ganzen Scheiß. Na toll. Das gibt's nicht. Ich komme nicht zum Angreifen. Ach komm, ich hab dich gegriffen, was soll der Mist? Okay, Xaros, tut mir leid, den letzten Kampf doch leider noch verloren. Aber Pikachu ist einfach zu schnell für Turtok. Man hat es ein paar Mal jetzt gut, sehr gut sehen können. Also, ich hab... Also, er hatte seine Attacke vollendet, sage ich jetzt mal. Und ich habe aber alles geblockt. Und dann wollte ich gegen angreifen. Man hat gesehen, der Turtok hat sich gedreht und gewendet und wollte zuhauen. Beziehungsweise mit seiner Aquaknarre oder was auch immer. Aber bis er dazu kommt, hat der Pikachu schon längst wieder einen neuen Angriff landen können und hat mich demnach wieder direkt unterbrochen. Also der Turtok ist einfach sehr langsam. Gegen so einen schnellen hat man echt geringe Chancen, außer man kommt gut klar mit dem. Leider tue ich das natürlich nicht, ist ja nicht mein Hauptcharakter. Aber okay, wir haben zwei Siege hervorgeholt mit dem Turtok. Wunderbar, sehr schön. Sind einer Aufstiegsrunde nahe gekommen. Ob die noch da ist, weiß ich nicht. Wir haben jetzt verloren. Und das sehen wir jetzt dann morgen beim letzten Pokémon Tekken DX. Wünscht dir was? Und zwar mit Impoleon. Mal gucken, ob wir da weiterhin so gut sind wie die letzten zwei Male. Okay, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und Xaros, ich hoffe, du bist sehr zufrieden damit. Oder zumindest zufrieden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Beziehungsweise bei einem anderen Let's Play. Viel Spaß noch bei mir auf YouTube. Und das war von Löher Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.